So wie im Vorjahr ist die kleine Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld mitten im Jogelland auch heuer Etappenort der Oststeiermark Radjugendtour. Normalerweise ein Zentrum für Hobbyradler und Wanderer, sind heute Rennfahrer aus 15 Ländern in der 800 Seelengemeinde zu Gast. Schwierige Verhältnisse, nämlich viele Anstiege und Regen, warten auf die 130 Fahrer auf dieser dritten und vorletzten Touretappe von Miesenbach nach Vorau. Der Gesamtführende kommt aus Deutschland. Im grünen Trikot des Spitzenreiters fährt seit der ersten Etappe Marco Brenner aus Augsburg mit freilich nur wenigen Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz aus Holland. Kurt van Osten rechnet heute mit einem sehr, sehr spannenden, starken Rennen. Es regnet, er liebt im Grunde Regen und er weiß aber auch, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr stark ist und dass es hoffentlich ein spannendes und gutes Rennen werden wird. Werden auch die Österreicher, die schon drei Podestplätze bei dieser Rundfahrt herausgefahren haben, auf der Königsetappe mithalten können? Lukas Grieser, heute wartet die Königsetappe dieser Jugendtour mit vier schweren Bergwertungen und dazu noch mit einem extrem schlechten Wetter. Wie zuversichtlich bist du, dass das heute einen guten Ausgang aus österreichischer Sicht nehmen wird? Ja, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, weil ich ein guter Bergfahrer bin und hoffe, dass ich viel gut machen kann für die Gesamtwertung. Wo sind heute die echten Kriterien? Ist es die Bergwertung Kreuzwirt in über 1000 Meter Seehöhe? Ja, ich glaube schon, dass das einer der heißen Stellen heute sein wird. Ihr habt sich ja die Rundfahrt bzw. die Etappen genau angeschaut. Gibt es da Stellen, wo man besonders aufpassen kann, wo man attackieren kann? Ja, sicher. Die Abfahrten werden alle sehr gefährlich werden heute. Vor allem auf der Schlussrunde. Beim Regen noch mal gefährlicher. Also, es wird happy. Alexander Schachner, Neuling bei der Tour, heuer zum ersten Mal dabei. Jetzt wartet die schwere dritte Etappe, von der alle ein bisschen Angst haben. Wie denkst du denn, wie wird sich das gestalten können? Ich schätze mal, dass die Belgier auf jeden Fall sehr angriffslustig sein werden und ihr werdet versuchen, mich besser zu positionieren als die letzten Tage, dass ich von Anfang an im Feld relativ weit vorne mitfahre und dann halt probiere, vielleicht wenn es irgendwie geht, dass ich in Lukas Grieser helfe und halt einfach schaue, dass ich irgendwie helfen kann. Wie immer wird von Anfang an sehr ambitioniert gefahren. Sogenannte Bummelphasen sind für die 15- und 16-jährigen Rennfahrer ein Fremdwort. Schon bald wartet die erste Bergwertung. Nach einer Schleife rund um Miesenbach ist es bereits der aktuelle Gesamtführende Marco Brenner, der sich die ersten Wertungspunkte sichert. Nahezu ohne Erholungsphase wartet die nächste Bergwertung beim Kreuzwirt in 1050 Metern Seehöhe, dem höchsten Punkt der Rundfahrt. Gerade noch 11 Grad hat es hier. Und wieder sammelt Marco Brenner wertvolle Punkte. Er wird Zweiter hinter dem Holländer Van Belle. Mehrfach zersplittert sich das Feld in mehrere Gruppen. Immer wieder erfolgt der Zusammenschluss. Die Österreicher sind bemüht, sich vorne zu zeigen. Paul Buschig und Bernhard Lube vom Nationalteam halten wacker mit. Dann, nach etwa 50 Kilometern, gelingt dem Tiroler Lukas Grieser, Start Nummer 2, ein erfolgreicher Vorstoß. Gemeinsam mit dem Deutschen Benjamin Boos wird der Vorsprung ständig größer. Die beiden schlagen ein tolles Tempo an. Bei der ersten Durchfahrt in Vorau, 10 Kilometer vor dem eigentlichen Etappenziel, bei diesem brutalen, fast 20-prozentigen Anstieg, haben sie noch einen Vorsprung von einer guten Minute. Doch dann kommt, wie man sagt, der Mann mit dem Hammer. Und aus dem Verfolgerfeld sprintet geradezu ein junger Slowake nach vor an die Spitze. Rennfahren hat er in der Nachwuchsakademie von Weltmeister Petern Sagan gelernt. Und Martin Srocek gewinnt dann auch tatsächlich in Vorau diese schwere Etappe vor dem Holländer Van Osten. Und als Dritter kann der Deutsche Marco Brenner seine Gesamtführung erfolgreich verteidigen. Marco Brenner hat heute auch auf der schwierigsten Etappe, wie es geheißen hat, das Trikot gut verteidigt. Hast du jeweils Probleme gehabt heute?
Also heute habe ich mich schon von Anfang an eigentlich recht gut gefühlt. Der Abfahrt bin ich auch schon immer recht vorne runter und meine Teamkollegen waren auch schon immer vorne vertreten, haben immer schön das Feld zusammengehalten und am Ende hatten wir noch einen Mann vorne mit Lukas Grieser. Der hat sich natürlich nicht ganz in der Führungsarbeit beteiligt und dann bin ich noch am Berg noch an der Kuppe hingefahren, habe ihn dann noch als Andockstation benutzt und dann lief dann noch die Gruppe ganz gut ins Ziel und dann habe ich noch einen dritten Platz belegt und es passt heute. Also Taktik wie bei den Großen, kann man sagen. Ja, das war heute aber auch ein bisschen mehr oder weniger auch Glück, dass wir genau die richtigen Momente erwischt haben. Aber ein bisschen Können gehört auch dazu und hat halt auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Können wird man auch morgen brauchen auf der Schlussetappe. Glaubst du, wird da noch jemand am grünen Trikot ein bisschen ziehen wollen? Ja, ich glaube, der zweite, der Niederländer, wird auf jeden Fall es nochmal probieren. Der hat es heute auch immer wieder probiert, aber hat halt glücklicherweise nicht funktioniert. Die Österreicher schlagen sich achtbar. Paul Buschek kommt als 14. nur mit 33 Sekunden Rückstand ins Ziel. Lukas Grieser muss seinen Ambitionen Tribut zollen, verliert 1,5 Minuten. Der österreichische Jugendbergmeister hat aber das Renngeschehen mitbestimmen können. Die Österreicher haben sich heute auf der Königsetappe der Jugendtour wirklich bemerkenswert präsentiert. Lukas Grieser ist lange vorweggefahren. Man hat schon fast gedacht von einem Podestplatz im Ziel. Ganz hat es dann doch nicht gereicht. Ne? Ja, ich habe mir es eigentlich schon erhofft, aber nachher am letzten Berg waren die Füße halt so fertig und dann sind sie mal voll aufgegangen. Und dann habe ich es halt irgendwie noch probiert ins Ziel fahren und bin froh, dass ich das rote Trikot jetzt nochmal anhabe. Ja. War es wirklich so schwierig, wie man im Vorfeld gedacht hat? Ja, es war sehr schwer, weil halt von Anfang an wieder hohes Tempo gefahren worden ist und in die Abfahrten halt auch saugefährlich. Und ja. Was kann man jetzt morgen noch von euch erwarten? Ja, morgen schauen wir halt wieder, dass wir in die Spitze kommen und vielleicht wieder irgendwo wegkommen, vielleicht noch einen Podestplatz einfahren können. Das österreichische Nationalteam hat heute auf dieser Königsetappe erfreuliche Akzente gesetzt, auch wenn es nicht zu einer Spitzenplatzierung letztlich im Ziel gereicht hat. Aber Lukas Grieser hat gezeigt, dass er bergfahren kann. Naja, haben wir vorher schon gewusst, aber wir sind sehr froh, dass wir einen dabei haben, der was sich traut. Und genau unsere drei Bergfahrer waren auch im Finale dabei und das war schon in Ordnung. Glauben Sie, dass der deutsche Marco Breiner jetzt noch von der Spitze zu verdrängen sein wird? Also wie es momentan ausschaut, nicht. Maximal mit einem Unfall oder mit einem Defekt. Was ist für die Österreicher morgen noch drin? Nein, wir hoffen wieder das Gleiche wie heute. Wir werden angreifen, wir werden schauen, dass wir dabei sind und die drei gleichen wie heute werden sicher irgendeine Rolle spielen. Die Schlussetappe der 33. Jugendtour führt über 66 Kilometer von Weiz nach Passail. Traditionell wird bei solchen Jugendrennen bis zum letzten Kilometer attackiert. Die Spannung um den Toursieg sollte also erhalten bleiben.